Würzburg, sehr früh morgens. Noch nicht viel los hier, aber ich mache mich schon mal auf den Weg zu einem DM-Markt. Ja, so früh war ich auch noch nie vor einem Drogeriemarkt, aber wir sind ja nicht zum Einkaufen hier. Deutschlands umsatzstärkste Drogeriemarktkette lässt uns heute einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ja, wie funktioniert so eine DM-Filiale? Welche Strategie steckt hinter dem Sortiment und den Preisen? Und wie sieht es in den Bereichen aus, in die wir sonst nicht reinkommen? In 2 Stunden macht der Laden hier auf und ich treffe jetzt erstmal die Frau, die ihr gleich das Licht anmacht. Die ist nämlich gerade auf dem Weg zur Arbeit. Filialleiterin Miriam Hartmann. Ihr Arbeitstag startet früh und heute sitzt auch noch mein Kameramann auf dem Beifahrersitz. Boah, wie ist das für dich? Kannst du das gut oder gewöhnt man sich an alles? Was würdest du sagen? Nee, also viele sagen ja, man gewöhnt sich irgendwann an die Uhrzeit. Ich bin jetzt seit 10 Jahren dabei, aber an das früher aufstehen gewöhne ich mich, glaube ich, nie. Guten Morgen! Hallo, guten Morgen! Grüße Sie, Stefan Uhl. Herzlich willkommen bei DM. Ja, vielen Dank. Wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut. Wichtigste Frage um die Uhrzeit natürlich, wie viele Pflegeprodukte haben Sie schon aufgetragen? Das Wichtige, da ist der Kaffee tatsächlich um die Uhrzeit. Wirklich? Ja. Haben Sie den auch hier? Nee. Na klar haben wir Kaffee hier. Ja. Aber vorher erst mal den Laden aufschließen und die Alarmanlage ausmachen. Und dann? Tür auf, Licht an. So kenne ich so einen Drogeriemarkt. Die Drogeriemarktkette DM hat zuletzt einen Jahresumsatz von fast 10 Milliarden Euro gemacht. Allein in Deutschland. DM hat 2094 Filialen. Über 46.000 Menschen arbeiten für das Unternehmen. Im Sortiment 12.500 Produkte. Mögen Sie diesen Moment am Tag, wenn Sie hier reinkommen und ja, das ist schon keiner schön. Ist hier? Es ist einfach noch mal schön, noch mal die Gedanken ordnen zu können und noch mal so die Ruhe vor dem Sturm zu haben. Eine komplett leere DM-Filiale. Dieser Markt zählt mit 1100 Quadratmetern Verkaufsfläche zu den 5 größten Deutschlands. Und hier verbringen wir heute einen Tag. Auch hinter den Kulissen. Jetzt haben wir doch schon so einen Bereich, wo wir sonst normalerweise nicht reinkommen, ne? Normalerweise ist das hier nur für Personal. Ah, hier hängen schon die ganzen Klamotten. Hat jeder seinen eigenen Kittel oder sein eigenes Shirt? Genau, also es gibt Kollegen, die arbeiten lieber mit Kittel, andere lieber mit T-Shirt und Weste. Also das entscheidet jeder Kollege, wo er sich drin wohlfühlt. Okay. Früher war der Kittel in Drogerien Pflicht. Die Läden ähnelten eher Apotheken. 1972 dann eröffnet Rossmann seinen ersten Drogeriemarkt. Ein Jahr später macht die erste DM-Filiale in Karlsruhe auf. Das Selbstbedienungskonzept ist damals revolutionär. Zurück in Würzburg. Keine 2 Stunden mehr, bis der Laden öffnet. Hinterm Haus kommt gerade der Fahrer mit neuer Ware an. Morgen! Da? Wie viel Ware bringen Sie jetzt? 16 Vollpaletten. Und alles, was hier drin ist, geht jetzt hier in die Würzburger Filiale? Oder? Genau, alles, was hier ist. Frau Hartmann, das ist echt viel Zeug, ne? Ja, und das ganze Zeug kommt jetzt ins Lager. Das befindet sich im Keller. Jede Palette wird einzeln mit dem Aufzug transportiert. Mann, 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 da kommt aber einiges zusammen hier bei Ihnen. Na ja, großer Markt, da brauchen wir auch ein bisschen was für die Regale, gell? Ja. Mit einer Lieferung kommt die Filiale circa eine halbe Woche aus. Während die Jungs jetzt hier noch die ganzen Paletten reinfahren, würde ich sagen, machen wir schon mal den nächsten Schritt. Richtig entspannt in den Arbeitstag reingleiten gibt's bei Ihnen nicht, ne? Nee. Denn hier ist sofort überall was zu tun. Die roten Kisten wurden eben mitgeliefert und müssen gleich ausgeräumt werden. Also ich möchte gerne festhalten, ne, Frau Hartmann, das ist absoluter Zufall. Die erste Kiste, die ich hier öffne, ja, ist die mit dem Kondom, ja? Ja, auch das wird bei uns gekauft. Ja. Was ist das noch für ein abgefahrenes Ding hier? Das ist eigentlich eine Kassenschütte. Was ist denn eine Kassenschütte? Das steht normalerweise im Kassenbereich und wird dann nochmal gefüllt mit Kaugummis oder so irgendwelchen Sachen, die man dann so nochmal schnell to go sieht. Wo man sich dann so denkt, ach, könnte ich auch noch mitnehmen. Da schlägt man ja gerne mal zu nochmal, ja, genau. Ne? Auch diese Palette mit Bio-Lebensmitteln muss hoch in den Laden. Dort wird sie von der Frühschicht sofort ausgeräumt. Miriam Hartmann holt derweil schon das Wechselgeld für die Kassen. So, hier haben wir eine fertige Geldlade quasi. Die ist jetzt bestückt. Und das war's schon. Das war's. Und jetzt einfach rausreißen würde nicht gehen, dann wird ein Alarm.
Geht nicht. Ist einfach fest. Verriegelt. Sitzen Sie als Filialleiterin auch manchmal an der Kasse, wenn es sein muss? Ja. Ja? Aber auch nicht nur, wenn es sein muss. Ich mache das total gerne. Ja? Den Laden startklar machen ist Teamwork. Alles gut bei euch? Zu acht arbeiten sie heute in der Frühschicht. Wirklich an jeder Ecke was zu tun, ne? Ja, überall ist jetzt Gewusel. Wie Sie sehen, es sind ja auch ein paar Lücken. Das heißt, da fehlt ja auch ein bisschen Ware und da müssen wir wieder... Hier sieht man es, ne? Genau. Wir können da auch gleich noch mal näher drauf eingehen. Aber erst muss jetzt die Tür auf, weil wir haben acht und die Kunden wollen ja auch rein. Ab jetzt ist die Filiale geöffnet. Und sofort kommen die ersten Leute zum Einkaufen. Warum so früh im DM-Markt heute? So früh im DM, weil ich vor der Arbeit noch in den DM musste, weil ich noch so Milch gebraucht habe, tatsächlich. Auch wirklich nur Milch gekauft? Oder war es dann am Ende ein bisschen mehr? War natürlich wieder mehr, wie immer. Ja? Ja, Klassiker. Ist das so? Warum? Ich weiß auch nicht. Es zieht mich immer ein bisschen so magisch an, quasi. Wir halten fest, Sie wollten Milch kaufen. Und was haben Sie gekauft? Ich habe gekauft Milch, ich habe Kekse gekauft. Ich habe einen Lipgloss gekauft. Und außerdem, was habe ich noch? Ein neues Make-up. Ja, ganz genau. Ich weiß auch nicht. Es hat mich, wie gesagt, magisch angezogen, wie immer. Wie viel haben Sie bezahlt heute? 15 Euro. Ja. Ja. Das ist aber viel für eine Milch. Für eine Milch ist es auf jeden Fall ein bisschen viel. Das stimmt wohl. Und kein Einzelfall. Aber wie schafft es DM, dass viele hier mehr Geld ausgeben als geplant? Die Antwort bekomme ich in Köln, bei den Handelsexperten von GS1 Germany. Birgit Schröder beschäftigt sich hier mit den Bedürfnissen von Kunden und erklärt den Drogeriemärkten, wie sie sich darauf einstellen sollten. Viele halten sich ja wirklich sehr lange und viel länger als geplant in diesen Märkten auf. Wie kommt das? Weil sie sich wohlfühlen, weil es eine schöne Atmosphäre ist, weil es kein klassisches Einkaufen ist, sondern weil es ein Erlebnis ist. Und das macht den Unterschied. Und das macht auch den Unterschied in dem, was ich bereit bin auszugeben. Ich bin dann offener. Ich greife noch zu einem Produkt, was ich vielleicht gar nicht wollte. Ich glaube, das ist bei Frauen sehr, sehr stark ausgeprägt. Der nächste Beleg dafür lässt in Würzburg nicht lange auf sich warten. Sind Sie nach was ganz Speziellem auf der Suche? Oder? Ich schaue rum und mache meine Liste und kaufe dann deshalb noch dazu, was mir noch fehlt. Ich wollte gerade fragen, hält man sich am Ende immer nur an die Liste oder nein, hat man am Ende doch mehr? Nein, Sie verführen einen. Ja, ich nicht. Ja, das Angebot. Ach so, also Sie meinen jetzt DM? Ja, genau. Ja. Nicht, dass ich hier als Verführer irgendwie durchgehe. Nein, da habe ich andere Ansprüche. Sind Sie mir nicht böse? Nee, lassen wir einfach mal so stehen. So, meine erste Abfuhr habe ich kassiert. Mal gucken, ob ich mich hier sonst irgendwie nützlich machen kann. Kann ich irgendwie helfen? Da haben wir schon mal ein Messer. Jeder Karton muss ausgeräumt werden. Toben Sie sich mal aus, mal gucken. So sieht's beim Profi aus. Ich muss mir erst mal einen Überblick verschaffen. Kann ich es einfach reinschieben hier beim Öl oder muss ich da aufs Mindesthaltbarkeitsdatum achten? Nein, das kann man einfach reinschieben. MHD-Kontrollen machen wir extra. Aber jetzt steht hier vorne eins, was bis September haltbar ist und hier eins, was bis November haltbar ist. So lange steht es hier nicht im Regal. Okay. Auch Haarpflegeprodukte sorgen anscheinend für reißenden Absatz. In dieser Filiale gibt es 1000 verschiedene Produkte allein fürs Haar. 14 Meter nur Haarpflegeprodukte? Ja. Wer bitte braucht das? Das fragen Sie am besten mal unsere Kundschaft. Nein, aber es gibt ja wirklich die verschiedensten Haartypen und die verschiedensten Ansprüche, die die unterschiedlichen Kunden haben. Was so, der eine hat eher trockenes Haar, der andere hat eher fettiges Haar, je nachdem. Filialleiterin Miriam Hartmann ist immer im Laden unterwegs. Die Kolleginnen koordinieren, selbst mit anpacken und dabei nie den Überblick verlieren, was noch zu tun ist. So! Sie haben schon wieder das nächste Ding dabei, ja? Na klar. Etiketten müssen wir noch stecken. Etiketten stecken? Ja. Ja. Noch nie gehört? Was ist das? Was bedeutet das? Also Etikett ist quasi ja bei jedem am Regal, wo der Kunde dann den Preis quasi ablesen kann. Und da gibt es immer wieder Veränderungen, weshalb wir nochmal die Etiketten austauschen. Also jetzt sehen wir hier zum Beispiel, hier haben wir eine Preisänderung. Das heißt, das sind Artikel, die werden alle günstiger. Zum Beispiel die Balea-Tuchmaske Waffle Time. Die Gesichtsmaske fliegt bald aus dem Sortiment, bekommt deshalb ein neues Etikett. Gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Ah, okay, hier sehe ich schon die Masken von ihrer Hausmarke, Balea. Genau, das sind alles unsere DM-Marken. It's Waffle Time, hier. Genau. Und das sieht man jetzt schon auch, das ist eine Limited Edition gewesen.
Also deswegen, die ist jetzt ausgelistet. Sieht man jetzt an dem kleinen A auf dem Etikett. Das aber vielleicht eine kleine Information auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Dieses ganz, ganz kleine A hier bedeutet, dass der Artikel quasi ausgelistet wird. Und das heißt, wenn ich mir den sichern möchte, dann... Jetzt, solange noch was da ist. Bald ist er nicht mehr da. Genau. A für... ausgelistet. Und die Preisschilder bei DM haben noch eine Besonderheit. Wenn ich ein bisschen genauer aufs Preisschild gucke, sehe ich, seit wann dieser Artikel nicht mehr im Preis erhöht worden ist. Genau. Also wenn wir jetzt hier schauen bei den Veleda-Produkten, sehe ich genau, die letzte Preiserhöhung war am 2. August 2010. Warum machen Sie das so transparent? Soll es mir eher das Gefühl geben, hier werden die Preise eh nicht erhöht? Oder ist es bewusst eine Transparenz? Das hat was mit unserem Dauertiefpreis zu tun. Also wir haben ja die Dauertiefpreisstrategie. Das heißt, bei uns hat jeder Artikel für mindestens 4 Monate immer den gleichen Preis. Dann ist mir noch aufgefallen, alle Preise enden auf 5. Warum? Ja, das ist auch eigentlich dem geschuldet, dass wir immer der günstigste Anbieter sein möchten. Bei uns endet alles entweder auf einer 0 oder auf einer 5. Meckenheim bei Bonn. Zurück bei stern.tv Inside Drogeriemarkt mit einer Frage, die aktuell viele bewegt. Ja, wo kauft man eigentlich am günstigsten ein? Bei DM, bei Rossmann oder bei Müller? Heute schauen wir uns mal die Preise der großen Drogeriemarktketten an. Und zwar mit Hilfe von Familie Greis, die so das ein oder andere Drogerieprodukt im Jahr kauft. Und hier wohnt die Familie. Hallo! Servus, hallo! Wie viele Menschen hier im Haus? Ja, 6. 6 Personen. Und wie viele Hunde? Einige. Können wir reinkommen? Ja, super. Eine Familie mit tierisch großem Drogeriebedarf. Da gibt's Make-up-Profi Marie, ihre Schwester Hanna, ihr kleiner Bruder Thiago und der noch kleinere Jonas. Im Drogeriemarkt gibt es für Vater Stefan und Mutter Caroline also so einiges einzukaufen. Wir wollen uns ja heute die Preise anschauen, die Preise vergleichen. Dafür bräuchten wir jetzt 15 Produkte, die euch als Familie wichtig sind. Und dann würden wir uns bei den 15 Produkten mal angucken, was kosten die bei DM, bei Rossmann oder bei Müller. Bevor hier noch mehr Hunde aus der Ecke kommen, würde ich vorschlagen, wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach den Produkten im Haus. Und los geht's dort, wo die meisten Drogerieprodukte zu finden sind. Jetzt müssen wir helfen. Was ist denn da alles bitte in der Schublade? Highlighter, so dann Blush, Lidschatten, das macht man aufs Auge, künstliche Wimpern, also Lashes. Mhm, Lashes, natürlich. Ein Primer. Ein Fixing-Puder, ein Eyeliner. Für den Preisvergleich schickt Marie den Nagellackentferner ins Rennen. Hanna, hast du auch noch was? Ja, ich glaube schon. Ja, los, komm, wir gucken weiter. Gut, dann zeigen wir mal, was du hast. Also, ich... Oh, da ist noch mehr. ...habe ein Lipgloss, ein Labello, ein Mascara, so ein Augenbrauengel, Duschgel. Und dann ganz viele Masken. Von Hanna kommt am Ende der Labello und wie nennt man das? Mascara. Mascara hier für die Augenbrauen, ja? Ja. Für die Wimpern. Ach so, ja, die meinte ich. Entschuldigung. Ich bring das mal durcheinander. Weiter geht's ins Badezimmer. Was nimmt der kleine Bruder für den Preisvergleich? So, Thiago, da wollen wir mal gucken. Wo ist denn deine Abteilung? Hier. Was ist dir wichtig, Thiago? Natürlich mein Haargel. Natürlich. Kannst du mir das mal zeigen, wie das geht? Hier sitzt jeder Handgriff. Styling für die Mädels? Nicht wegen den Mädchen. Nee? Einfach, weil ich sonst aussehe wie ein Stussel. Thiago ist so ehrlich. Zu Thiagos Haargel kommt noch das Duschgel vom Papa. Sie nehmen Nivea Wasserlilie. Ja? Ja, nehme ich. Ja? Ja. Ich hätte eher so ein männliches Duschgel. Nee, wir teilen alles. Ja? Ja. Und was kann Jonas beisteuern? Jonas, wir brauchen noch was, was die Mama im Drogeriemarkt gekauft hat. Genau, Windeln zum Beispiel. Wo sind deine Windeln? Da? Wo sind die Windeln? Ja, mach auf. Oh, feste. Oh. Tada! Da sind die Windelchen. Wow! Was ist denn da für ein Tier drauf? Ein? Löwe. Und zwar von der Rossmann Eigenmarke. Weiter geht's in der Küche. Was ist wirklich wichtig? Wichtig?
Spüli. Spüli? Spüli geht immer. Ja, okay. Genau. Ja. Dann haben wir zum Beispiel Spülmaschinentabs, Fensterglas, Möbelspray, Spülmaschinensalz und dann halt so Haushaltstücher. Ja, aber alles von der Eigenmarke Domol. Rossmann, ja, ne? Richtig. Warum kaufen Sie in erster Linie die Eigenmarke hier für die Küche? Die sind genauso gut wie die Markenprodukte und die anderen sind dann eine ganze Stange teurer und da gucke ich schon ein bisschen auf den Preis, klar. Ja. Ich tippe mal, Sie sind bei Ihnen zu Hause eher hier für den Abfluss verantwortlich, ne? Ja, unter anderem. Ja. So, den hat der Stefan gemacht. Und dann haben wir es geschafft. Vom Mascara über Zahnpasta bis hin zum Spülmittel. 15 Sachen haben wir zusammen. Gut, das sind die 15 Produkte jetzt für den Preisvergleich. Also, ab in den Drogeriemarkt, würde ich sagen. Ne? Mädels, wo wollt ihr hin? Rossmann. Rossmann, Frau Greis. Ich gehe zum DM. Und Sie? Müller. Zu Müller. Dann alle Mann los. Drei Gruppen, drei Drogeriemärkte. Müller, DM, Rossmann. Wo sind die 15 Produkte von Marken und Eigenmarken am günstigsten? 2 Stunden später sind alle wieder zu Hause. Gut, dann würde ich sagen, Zeit für die Abrechnung. Ihr habt alle den Preis, der auf eurem Kassenbon war, auf einen größeren Zettel geschrieben. Und auf 3 bitte alle die Preise rausrücken. 1, 2, 3. Also, am günstigsten ist Rossmann mit 30,36 Euro. Dahinter aber mit nur 4 Cent mehr, direkt DM. Und dann kommt Müller mit 30,83 Euro, also auch nur wenige Cent entfernt von den beiden anderen. Ich meine, das sind fast identische Summen, ne? Ja. Das ist schon krass. Frau Greis, was sagen Sie dazu? Ja, ja, man denkt eigentlich immer, das ist günstiger, das ist günstiger, aber ja, ich bin überrascht. Also ich habe mir schon gedacht, dass es so ein bisschen gleich auf ist, aber dass es so nah aneinander ist. Schon gut, ne? Ist auf jeden Fall spannend. Ich bespreche das jetzt mal mit einer Expertin. Ja, so schnell geht das manchmal beim Fernsehen. Handelsexpertin Birgit Schröder, was sagen Sie zu dem Ergebnis unseres Preisvergleichs? Das ist für mich nicht überraschend. Nein? Nein, ist es nicht. Warum? Wir haben 2 starke Player im Drogeriemarkt mit DM und Rossmann. Beide versprechen ihren Kunden ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und beiden ist bewusst, wenn sie zu stark auseinanderliegen, dann wird der Kunde reagieren, weil wir auch starke Kundenüberschneidungen haben. Das heißt, große Abstände können die sich nicht leisten. Zurück bei DM in Würzburg. Auch hier geht es jetzt ums Geld. Läuft bei Ihnen an der Kasse hier, ne? Na klar. Hier geht's um die Kohle. Ja. Ja. Dürfte ich auch mal probieren? Oder? Ja, setz dich wirklich? Mit rein. Na, logisch. Ja, dann bei 10 Milliarden Euro Jahresumsatz wird nicht die Welt untergehen, wenn die Kasse heute mal nicht stimmt. Ja, wenn jetzt ziehen wir es vom Taschengeld ab. Könnt ihr auch zu mir kommen? Wer draufzahlt, wenn die Kasse nicht stimmt, frage ich gleich auch noch. Jetzt heißt es aber erstmal abkassieren. 49,45 bitte. Und jetzt tu mal die. Okay. Genau, wieder. Den muss ich dann hier immer rüberschieben? Genau, damit die Einkäufe sich nicht vermischen. So. Und ich lerne noch etwas. Warum bewegt sich das Band hier eigentlich nicht? Weil hier was in der Lichtschranke liegt. Das heißt, nehmen Sie mal genau den Kassentrennstab hoch. Den Kassentrennstab? Oh. Kassentrennstab. Und dann bewegt sich das Band. Und dann bewegt sich das Band. Und zack. Das hat einen Sinn, und zwar den, dass das Kassenband nicht die ganze Zeit läuft. Und was machen die Kunden häufig? Naja, wir haben öfters mal den ein oder anderen Kunden, der meint es total gut und möchte bei uns die Kasse aufräumen und legt dann den Kassentrennstab rein und wir sind dann wieder so unfreundlich, legen wir da raus, damit eben das Kassenband aufhört zu laufen. Das ist wirklich interessant. Achten Sie demnächst mal drauf, wenn Sie im Drogeriemarkt sind. Puh, ganz schön viel los hier. Zeit für einen kleinen Plausch muss aber trotzdem sein. Darf ich fragen, was notwendig ist? Naja, das ist halt für Anti-Aging. Ach, die Hyaluron-Anti-Faltencreme? Funktioniert das denn, oder? Schön macht. Funktioniert das denn? Nee. Das sind die modernen Märchen. Ja. Jetzt aber konzentrieren. Nicht, dass ich noch zu viel Wechselgeld rausgebe. 25 ist 2,5, ne? 2.500, so, ne? 1,90 bitte. 22,35 bitte. Ich übe noch, ne? Nicht wundern. Was ist denn eigentlich, wenn Ihre Kasse heute Abend nicht stimmt? Zahlen Sie dann selber drauf? Nee. Nee? Nee.
Also natürlich ist es immer uncool, wenn die Kasse mal nicht stimmt. Aber wir sind alle nur Menschen und sowas kommt vor. Und dann ist es so. Dass die Läden laufen, ist auch die Aufgabe von Gebietsleiterin Sonja Wehr, verantwortlich für 28 Filialen. Beim Aufbau der Läden überlässt DM nichts dem Zufall. Was mir sofort auffällt, wenn ich hier reinkomme, ist, ich selber bin relativ groß, 1,95. Die Regale sind alle deutlich kleiner als ich. Ich kann bis zum Ende durchschauen und die Regale stehen schräg. Warum die flachen Regale und warum schräg? Diese Regale hier im vorderen Bereich haben 1,60er Höhe, eben dass dieser offene und angenehme Eindruck auch erhalten bleibt. Sie öffnen sich sogar nach hinten leicht, sodass man auch da ein gutes Raumgefühl hat. Übersicht, Offenheit, Orientierung. Heißt also, selbst wenn ich so vor einem schrägen Regal stehe, sehe ich natürlich mehr, als wenn das Regal so direkt gerade stehen würde, in einem rechten Winkel, ja? Genau das ist der Gedanke dabei. Außerdem fällt auf, direkt am Eingang gibt es meterweise dekorative Kosmetik. Warum zum Beispiel Schminke dort so prominent platziert ist, erklärt mir Handelsexpertin Birgit Schröder. Da geht es um Impulse setzen. Ja, also ich sehe das und dann denke ich, ach, naja, ein neuer Nagellack oder ein neuer Lippenstift wäre jetzt doch auch noch schön. Dann gucke ich, dann probiere ich teste und dann nehme ich es halt mit. Auch die Beleuchtung im Markt ist kein Zufall. DM hat auch hier eine klare Idee. Wir stehen in einem sehr speziellen Licht. Was ist die Idee hinter all diesen Lampen hier im Laden? Also die Grundidee ist, auch hier ein möglichst natürliches Licht zu haben, das nicht in irgendeiner besonderen Form beeinflusst, sondern möglichst natürlich ist. Also wir wissen ja, dass Licht auch einen Einfluss aufs Wohlbefinden hat und das wirkt auf die Kundenzufriedenheit ein und wirkt sich damit auf den Umsatz aus. Die DM-Filiale in Würzburg hat 2 Etagen. Oben gibt es auch jede Menge Angebote für Babys und Kinder. Sogar eine Stillecke. Und die ist gerade belegt. Sie haben jetzt entschieden, hier so ein bisschen sich die ruhige Ecke zu suchen, ne? Sie sind ruhig, sie ist gemütlich. Deswegen bin ich hier gekommen. Tatsächlich? Gar nicht zum Einkaufen? Ja, ich wollte schon ein paar Sachen für meine Kinder kaufen. Aber noch, mein Baby ist gerade geschrien, es ist hungrig. Also ich möchte jetzt gleich Essen geben. Ja. Ich würde sagen, wir lassen Sie allein, okay? Vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön. Spielecke, Wickeltisch, warum steht das in einem Drogeriemarkt? Mein Eindruck ist, dass DM ja auch sehr früh anfängt, auch junge Leute für sich und für das Sortiment dort zu begeistern. Ist das eine Strategie und wie wichtig ist das? Das ist sehr bewusst überlegt, wenn man mal sich anschaut, wie stark DM auch in die Kategorie Baby und Kleinkind investiert. Also ich erziehe die Kinder zu DM-Kindern sozusagen. Ne? Also es hat einen positiven Effekt. Die Kinder können sich daran erinnern oder wissen genau, da ist ein Schaukelpferd und da gibt es eben andere Dinge und werden damit eben ja, zu den kleinen Kunden und die ziehen mit. Also es ist eine sehr frühe Kundenbindung. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und so landen die Kleinen von heute irgendwann auch an diesen bunten Regalen. Aber wer lässt sich all die Produkte einfallen? In der Nähe von Frankfurt sitzt die Firma Cosnova, deren Kosmetikmarken in allen Drogeriemärkten zu finden sind. So, wir dachten, das ist ein guter Zeitpunkt, noch ein bisschen mehr Farbe in die Sendung zu bringen. Die Kosmetikregale, die haben wir uns ja schon angeschaut. Jetzt gucken wir uns an, was drin ist. Lippenstift, Mascara, Make-up. Ich lasse mich einfach mal drauf ein. Bekannt ist Cosnova für die Marken Essence und Catrice. Das Familienunternehmen hat 600 Mitarbeitende und einen Jahresumsatz von 467 Millionen Euro. Ich treffe Direktorin Isabelle Tambouet, die täglich am perfekten Beauty-Angebot arbeitet. Wie häufig müssen Sie nachdenken, ist das eigentlich noch das, was die Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich wollen? Ständig, um ehrlich zu sein. Also wir sind tatsächlich so, dass wir 2-mal im Jahr unser Sortiment verändern. Da kommt ungefähr ein Viertel der Produkte raus und wird ersetzt mit neuen Farben, neuen Texturen und neuen Effekten. Einfach weil die dekorative Kosmetik und der Make-up-Bereich so trendgetrieben ist, dass unsere Konsumenten und Konsumentinnen das auch erwarten, immer wieder neue Impulse von uns zu sehen. Was sind das hier alles für Sachen, die hier zum Beispiel am Fenster rumstehen? Genau, was wir sehen, sind Muster aus der ganzen Welt, die wir durch Storechecks auch besorgen. Sie gehen einkaufen, ja? Also Sie schicken Leute quer durch die Welt und gucken, was ist gerade in, keine Ahnung, Asien, Australien, absolut, Amerika angesagt? Ganz genau. Wissen Sie jetzt, wo Sie das hier gefunden haben zum Beispiel? Gell? Das weiß ich schon, wo wir das gefunden haben. Ja? Verraten Sie mir aber nicht, oder? Das ist tatsächlich ein Lieferantenmuster von einer neuen Textur. Sie das swatchen, genau.
Swatchen heißt... Was mache ich damit? Swatchen heißt, wenn die tatsächlich die Textur zur Probe auf der Hand genommen wird. Ich sehe schon alle vor dem Fernseher jetzt gerade sitzen und sagen, ey Schatz, hast du heute schon geswatcht? Swatcht? Geswatcht, genau. Für mich eine neue Welt. Durchschnittlich dauert es von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt ein Jahr. Bis es dann im Drogeriemarkt steht, vergeht gleich noch ein Jahr. So lange wollen wir jetzt aber natürlich nicht warten. Das ist sozusagen unsere Schatzkammer, die wir hier haben. Die Schatzkammer. In diesen Schubläden verbirgt sich die neuen Texturen und auch die Sachen, die uns inspirieren. Ganz, ganz neue, innovative Dinge. Die machen Sie ruhig weiter auf. Vorstellen. Genau, die wir sozusagen im Laufe des Jahres jetzt dann auch in den Läden sehen werden. Diese Sachen kriegen dann irgendwann ein Logo und werden im Regal sein. Ja? Ganz genau. Okay, können Sie denn irgendwas verraten, was da jetzt rauskommt? So, so, so. Genau, das ist zum Beispiel so ein Zwei-Phasen-Produkt, was man sieht. Da hat man einmal eine Ölphase und einmal eine Wasserphase. Und wenn ich das zusammen schüttel, dann hat sich das vermengt. Und das ist eine Art Fixing-Spray. Mhm. Mehr kann ich aber nicht verraten. Ach so, das war's schon, ja? Genau. Eine Etage drüber. An mehreren Stationen findet gerade das sogenannte Consumer-Speed-Dating statt. Dabei werden regelmäßig ganz normale Kundinnen von Mitarbeiterinnen der Beauty-Marken befragt. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen Feedback geben und neue Produkte testen. Ich crash mal das Date. Ja. Hallo. Hallo. Wo sind wir hier? Wir sind hier bei Team Lippe, bei Essence Lip. Das Team Lippe, so nennen Sie sich ja auch wirklich intern, ja? Intern sind wir das Team Lippe, genau. Was ist im Moment der Trend bei Lippenstift? Es gibt tatsächlich keine Grenzen mehr. Wir sind wieder voll zurück bei der, wir sagen immer gerne 90er-Jahre-Lippe zu. Das heißt wirklich, the more the better. Wonach entscheiden Sie, ich möchte jetzt genau das auf meinen Lippen haben. Genau, also ganz entscheidend ist für mich die Farbe, auch dass ich sie direkt sehe. Deswegen würde ich jetzt auch mal tatsächlich dazu greifen. Das ist hier mein Favorite, passend auch zu mir in Pink. Und ich kann es natürlich auch gerne mal auftragen. Ja, natürlich. Klar, Moment, Kamera. Kann man auch sehr gut die Lippenkontur nachziehen mit dem Applikator. Und zack, habe ich innerhalb von wenigen Sekunden eine tolle, ausschlagkräftige Lippe. Wie viele Stunden pro Woche oder soll ich sagen pro Tag verbringen Sie vor dem Kosmetikregal in Drogeriemärkten? So die ein oder andere Stunde am Tag geht da drauf und ja, schätzen wir mal in der Woche so 4-5 Stunden. Okay, da komme ich auch drauf, allerdings im Jahr. Viel Spaß weiter. Ciao. Die Speeddates gehen weiter. Ich mache mich auf den Weg zu einem ganz besonderen Raum. Denn fast alle Produkte landen erstmal hier. Hallo! Willkommen! Hi! Hallo. Grüße Sie! Ich habe schon gelesen hier, Quality Assurance Test Room. Genau. Hier wird die Qualität aller Produkte getestet. Neben Lippenstift heute auch Wimperntusche. Eine Mascara, die trocknet auch mal gerne aus, gerade bei 40 Grad. Und das testen wir an dem Plop. Woran testen Sie das? An dem Plop. Ich kann hören, wie frisch die Mascara ist. Bereit? Mhm. Hat's Plop gemacht? Bei Ihrem Mascara schon, ja. Sie dürfen gerne mal 40 Grad ploppen. Ich höre keinen Unterschied. Okay, ich schon. Ja. Was können denn die Leute, die so ein Mascara benutzen, tun, damit er möglichst lange frisch bleibt? Also meine Empfehlung wäre für zu Hause einmal rausziehen und gegebenenfalls 10 bis 15 Ansätze benutzen und dann quasi, wenn überhaupt, einmal rein und wieder nachbenutzen. Aber nicht 100 Mal pumpen. In der Qualitätssicherung wandert die Schminke auch in den Ofen. Hier wird simuliert, was passiert, wenn man sie zum Beispiel im Sommer im Auto vergisst oder zu Hause an einem sonnigen Platz liegen lässt. Und wir testen jetzt mal diesen Lippenstift hier, der tatsächlich schon seit einer Woche in der Hitze ist. Sehen Sie irgendwelche Tröpfchen? Sehen Sie, dass er zerflossen ist oder irgendwie komisch aussieht? Ja, sieht aus wie ein Lippenstift. So soll er aussehen. Also, Hitzetest bestanden. Gibt's einen Tipp, wie man so einen Lippenstift am besten lagert, damit er möglichst lange, weiß nicht, frisch bleibt? Ja, er hat es jetzt zwar überlebt bei 40 Grad, aber es sind jetzt nicht die natürlichen Bedingungen, dass wir irgendwie die Sonne suchen und sie da lagern. Deswegen würde ich auch immer für zu Hause empfehlen, dass sie kühl gelagert werden. Ein guter Tipp nach dem nächsten hier. Jetzt bekomme ich noch eine Typberatung. Hatte ich auch noch nie. Die kühleren Hauttypen haben eher bläuliche Adern. Was bin ich denn jetzt? Ja, eher grünlich tatsächlich. Mhm. Und grünlich heißt, dass es eher der warme Hauttyp ist. Also wenn ich schnell sonnengebräunt, ist Gold vielleicht eine Schmuckfarbe, die mir eher steht, dann bin ich eher der wärmere
Hautton. Und Gleiches geht immer gut mit Gleichem. Das kann man sich ganz gut merken. Also wenn ich ein warmer Hautton bin, schaue ich eher nach Foundations mit einem gelblichen Unterton. Viele von den Foundations, wenn man es sieht, sind mittlerweile tatsächlich auch schon so gekennzeichnet. Also wir sehen hier 0,20 und dann habe ich hier ein W wie warm. Make-up-Grundierungen sind oft gekennzeichnet. W für warm, C für cool und N für neutral. Gut, soweit die Theorie. Wie probiere ich es denn dann im Drogeriemarkt aus, ob es zu mir passt oder nicht? Die beste Stelle zum Testen ist so hier am Hals, so zwischen hier. Gesicht und Hals, genau. Sollen wir ausprobieren? Und dann, na klar, dann nehmen wir mal ein bisschen was und schauen, ob das auch Ihre Farbe ist. Tragen wir mal auf. Hier hin, oder was? Genau, machen Sie einfach mal. Genau, wunderbar. Und das haben wir ehrlich gesagt schon richtig gut getroffen. Jetzt würde man normalerweise im Idealfall noch so eine Minute warten und am besten auch ins Tageslicht mal rausgehen, weil ganz oft die Lichtverhältnisse im Drogeriemarkt oder in den Geschäften nicht so natürlich sind, wie sie es draußen sind.